Welche 5 BVB-Stars müssen im Sommer ihre Sachen packen? Und welchen völlig verrückten Karriereplan hat jetzt Harry Kane verraten? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr wie immer in unseren aktuellen Kick-News. Der DFB hat für einen echten Paukenschlag gesorgt und damit einen großen Anteil der Fans und Anhänger wütend gemacht. Der Shitstorm ist gewaltig, aber der Reihe nach. Grund für die Empörung ist der Ausrüsterwechsel, den der DFB jetzt vollzogen hat. Adidas hat der Verband den Laufpass gegeben. Dafür läuft Deutschland ab 2027 mit dem Nike-Emblem auf der Brust auf. Seit 1954, also seit unglaublichen 70 Jahren, arbeitet der DFB mit Adidas zusammen. Dass die Zusammenarbeit mit dem deutschen Sportartikelhersteller jetzt enden soll und dafür ein US-amerikanisches Unternehmen den Platz einnimmt, passt vielen Fans nicht in den Kram. Und sogar in der Politik schlägt der Adidas-Korb jetzt hohe Wellen. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt: "Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht." Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach schimpft: "Adidas soll nicht mehr Nationaltrikot im Fußball sein, stattdessen ein US-Unternehmen, halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet." Warum also hat sich der DFB für diesen kontroversen Schritt entschieden? Ganz einfach, Nike zahlt mehr Kohle. Deutlich mehr. Deutlich, deutlich mehr. Statt wie bislang 50 Millionen fließen bald mehr als 100 Millionen pro Jahr auf das DFB-Konto. Holger Blask, Vorsitzender der DFB-Geschäftsführung, erklärt: "Nike hat das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben und zudem mit seiner inhaltlichen Vision überzeugt, die auch ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland beinhaltet." In einem offiziellen Statement hat der DFB später dann auch noch auf die riesige Kritik reagiert und betont: "Auch für uns als Verband ist es ein einschneidendes Ereignis, wenn feststeht, dass eine Partnerschaft, die von vielen besonderen Momenten geprägt war und ist, nach mehr als 70 Jahren zu Ende geht. Das lässt uns nicht kalt. Die Fans lässt das auch nicht kalt. Was denkt ihr über den DFB-Move? Ist es okay, weil Nike einfach so viel mehr Kohle hingeblättert hat, oder ein Unding, auf die 70 Jahre alte Tradition zu pfeifen? Schreibt uns das jetzt mal unten in die Kommentare. Der Ärger ist groß, aber verhaftet werden die DFB-Funktionäre für ihre Entscheidung gegen Adidas nicht. Anders als Keito Misuta. Der Offensivspieler von Arminia Bielefeld wurde Samstagnacht in Handschellen abgeführt. Was war passiert? Der Japaner hat offenbar einen über den Durst getrunken. Misuta soll um 2 Uhr nachts vor einer Bielefelder Disco randaliert haben, weil er nicht in den Club gelassen wurde. Die Türsteher haben dann die Cops gerufen und die haben Misuta mitgenommen. Erst um 7 Uhr morgens wurde der 23-Jährige wieder freigelassen. Riesenärger, den Arminia im Abstiegskampf der dritten Liga jetzt mal so gar nicht gebrauchen kann. Trainer Mitch Kniat hat gesagt: "Keito hat sich sofort beim Verein und der Mannschaft entschuldigt. Wie wir weiter Verfahren bleibt intern. Auch ob er Samstag im Kader steht, steht noch nicht fest. Natürlich ist solch ein Vorfall in unserer Situation nicht schön." An der Stelle liebe Grüße an Erling Haaland, der hat ja Erfahrung, wie man mit Türstehern umgeht. Die Zukunft von Kick-11-Dauergast Xavi Simmons ist offen. Der ist bekanntlich von Paris Saint-Germain an RB Leipzig verliehen und der Bundesligist will die Leihe unbedingt verlängern. Aber auch Manchester City mischt mit und PSG sowieso. Dass die Pariser Simmons für ein weiteres Jahr oder sogar ganz abgeben, das wird immer unwahrscheinlicher. Jetzt hat sich PSG-Trainer Luis Enrique zu Wort gemeldet. Der Spanier stellt klar, er ist ein Spieler, der zu uns gehört. Er ist zurzeit verliehen und schlägt sich exzellent. Bei PSG kriegt man also ganz genau mit, wie prächtig sich Simmons in Leipzig entwickelt hat. Allein die Statistik von 20 Scorerpunkten spricht Bände. Enrique sagt über den niederländischen Edeltechniker: "Er hat die perfekten Qualitäten für unsere Spielidee. Sieht ganz so aus, als würde Leipzigs Wunsch nach einem Simmons-Verbleib platzen." Abschminken muss man sich am Eiffelturm dafür eine Zukunft mit Kylian Mbappé. Dass der im Sommer nach jahrelangem Hin und Her zu Real Madrid wechseln wird, daran zweifelt inzwischen niemand mehr. Doch in Spanien und vor allem beim Rivalen FC Barcelona gönnt nicht jeder den Königlichen den Deal mit dem Franzosen. Barca-Präsident Joan Laporta hat jetzt in einem Interview über die anvisierte Verpflichtung vom großen Feind aus Madrid gesprochen und gesagt: "Da haben sie ein Problem. Sie müssen einen Spieler verkaufen, oder? Weil sie nicht beide auf derselben Position spielen können. Und wenn wir von den Zahlen sprechen, die es geben wird, verzerrt das mit Sicherheit die Stimmung in der Kabine. Das kommt nicht von ungefähr." Was der Barca-Boss mit seiner ersten Aussage meint, hatten wir euch diese Woche schon berichtet. Real muss möglicherweise Offensivstar Rodrigo verkaufen, um Platz für Mbappé zu schaffen. Es gibt aber auch Modelle, in denen Carlo Ancelotti mit 3 Stürmern, also Vini, Mbappé und Rodrigo, auflaufen kann. Auf Nachfrage des Reporters, ob Laporta denn konkrete Infos aus Madrid habe, dass dies wirklich der Fall ist, hat er geantwortet: "Nein, ich habe eine Intuition. Das ist das Problem, das sie haben. Man muss einen Spieler verkaufen, wenn Mbappé kommt. Denn sie werden nicht beide auf demselben Platz spielen. Und sie sind auch sehr markante Spieler."
Der Barca-Präsident hat aber auch nochmal über Xavi und dessen Zukunft gesprochen. Laporta will bekanntlich, dass der Trainer auch in der nächsten Saison noch an der Seitenlinie bei den Katalanen steht. Der Spanier selbst hatte eigentlich seinen Abschied zum Ende dieser Spielzeit angekündigt und auch trotz mehrfacher Rückfragen ausgeschlossen, den Entschluss nochmal zu überdenken. Laporta wurde gefragt, möchten Sie, dass er weitermacht? Ja, 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 ja. Und das weiß er schon. Ich möchte, dass er weitermacht. Weiter hat Laporta dann gesagt, ich habe ihn gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, seine Meinung zu ändern, aber ich habe einen unüberwindlichen Druck in seinem Gesicht gesehen. Er sagt immer wieder, dass er wie vereinbart am Ende der Saison gehen wird. Wir werden sehen. Also doch nicht alles so endgültig in Barcelona? Was denkt ihr? Gibt es nochmal den Turnaround und Xavi wird doch noch in Barcelona bleiben? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Vor knapp 2 Jahren ist Casemiro für bis zu 80 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester United gewechselt. Jetzt läuft die Zeit des Brasilianers im Old Trafford wahrscheinlich ab, denn United plant im Mittelfeld schon die Nachfolge von Casemiro und hat dabei einen Spieler von den Wolverhampton Wanderers als möglichen Erben ausgemacht. Wie der Mirror aus England berichtet, befassen sich die Red Devils schon seit einiger Zeit mit Joao Gomez. Der 23-Jährige wurde in dieser Saison mehrfach von United Scouts beobachtet. Bei den Wolves rechnet man für den Sommer auch mit größerem Interesse anderer Clubs an Gomez. Beim Tabellenneunten gehört der Rechtsfuß zum Stammpersonal und ist vertraglich noch bis 2028 gebunden. United will den Poker mit einem Angebot von 46 Millionen Euro eröffnen. Auch bei den Premier League-Rivalen Tottenham Hotspur und Manchester City soll Gomez auf der Beobachtungsliste stehen, denn der Sechser verfügt über großes Potenzial. Jetzt wurde Gomez auch erstmals für die brasilianische Nationalmannschaft nominiert und könnte da am Samstag ausgerechnet gegen England sein Debüt feiern. Kommt es für Casemiro knüppeldick, verdrängt Landsmann Gomez ihn nicht nur bei United, sondern auch aus der Seleção. Ziemlich genau 1 Jahr ist es her, da wurde Julian Nagelsmann beim FC Bayern vor die Tür gesetzt. Schon Tage vor dem Rauswurf hat der Rekordmeister mit Thomas Tuchel verhandelt und ausgelotet, ob der für Nagelsmann einspringen könnte. Tuchel hat schnell grünes Licht gegeben und Nagelsmann bei Bayern verdrängt. Die Art der Trennung und die Gespräche hinter seinem Rücken haben Nagelsmann so gar nicht geschmeckt. Verständlich. Jetzt kommt aber raus, wie schlecht es wirklich um das Verhältnis zwischen Tuchel und Nagelsmann steht. Der Bundestrainer kontaktiert mittlerweile nämlich lieber Bayerns Sportvorstand Max Eberl als Trainer Tuchel. So auch bei der Kadernominierung für die März-Länderspiele. Da hat Nagelsmann nämlich Eberl mitgeteilt, dass Leon Goretzka nicht dabei ist. Dafür aber Bayern-Kollege Alexander Pavlovic. Die frostige Stimmung liegt aber nicht nur an Nagelsmann. Der DFB-Trainer hat in der Vergangenheit mehrfach versucht, Kontakt zu Tuchel aufzunehmen. Der hat aber fast nie auf Nagelsmanns Nachrichten reagiert. Von 6 Anrufen soll Tuchel nur einen einzigen beantwortet haben. So hart wurde ich nicht mal auf Tinder geghostet. Ziemlich miese Nummer. Dabei kennen sich die zwei schon richtig lange. Beide kommen aus der gleichen Ecke. Tuchel aus Kulmbach, Nagelsmann aus Landsberg am Lech. Beim FC Augsburg waren sie sogar eine Saison zusammen am Werk. Tuchel war Jugendchef und Trainer der zweiten Mannschaft, für die Nagelsmann gespielt hat. Eine Freundschaft ist dabei schon damals nicht entstanden. Und dabei bleibt es wohl auch. Oder nimmt Tuchel vielleicht doch nochmal den Hörer ab? Julian Schuster tritt im Sommer seinen ersten Trainerjob einer Profimannschaft an. Beim SC Freiburg tritt der Ex-Spieler der Breisgauer in denkbar große Fußstapfen, denn nach 12,5 Jahren legt Christian Streich im Sommer das Trainerzepter zur Seite. Sein Platz wird dann Schuster einnehmen. Das verkündet der Bundesligist jetzt offiziell. Schuster sagt, das Traineramt beim Sportclub ist für mich eine Herzensangelegenheit und Herausforderung zugleich. Ich bin mir der Aufgabe bewusst und gehe diese mit voller Überzeugung, aber auch Demut und Respekt an. In seiner aktiven Laufbahn war der frühere Mittelfeldspieler und Mannschaftskapitän in 242 Partien für Freiburg aufgelaufen. 2018 ist dann Schusters Karriereende erfolgt. Dem Verein ist er im Anschluss treu geblieben. Derzeit arbeitet der 38-Jährige als Verbindungstrainer zwischen Profis und Jugend sowie in der Video- und Gegneranalyse. Seine Pro-Trainer-Lizenz hat Schuster vor einigen Wochen gemacht. Nur kurze Zeit später steht jetzt seine erste Aufgabe als Chefcoach einer Profimannschaft an. Er kostete 100 Millionen Euro, kam und siegte. Selten hat der Begriff Königstransfer so gut gepasst wie bei Harry Kane. 35 Mal ist der Engländer für den FC Bayern aufgelaufen. Dabei hat Kane bockstarke 37 Tore geschossen. Und weil er so gut schießen kann, will Kane damit auch nach seiner Fußballkarriere weitermachen. In einem Interview mit der Sports Illustrated hat Bayerns Torjäger jetzt verraten, dass er Bock auf American Football hat. Auf die Frage, ob er sich eines Tages als Kicker in der NFL sieht, antwortet Kane, möglicherweise. Das ist zumindest etwas, was ich im Hinterkopf habe. Der Kicker muss das Spielgerät im Football nicht fangen oder werfen, sondern durch die 2 großen Stangen am Ende des Spielfelds schießen. Damit kann er Extrapunkte und Field Goals erzielen. Den Bewegungsablauf hat Kane ja eigentlich drauf. Und dass er weiß, wo im Supermarkt das Zielwasser steht, ist auch kein Geheimnis. Noch will der 30-Jährige aber mit dem runden Leder spielen. Das Ei muss warten. Kane sagt,
Ich habe das Gefühl, dass ich noch viele, viele Jahre als Fußballer vor mir habe. Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben. Vorgemacht hat Kane den Schritt aus dem Fußball in den Football unter anderem Axel Kruse. Der ehemalige Stürmer hat zum Beispiel für Hertha und Frankfurt gespielt und ist dann als Kicker zum Footballteam Berlin Thunder gewechselt. Kane erklärt aber auch, es wird davon abhängen, in welcher Phase meines Lebens ich mich dann befinde, wie es mit den Kindern ist und so weiter. Aber es kann so viel passieren, die Dinge ändern sich so schnell. In Stein gemeißelt ist ein Wechsel aus der Bundesliga in die NFL also nicht. Anders als die verrückte Statue von Kane, die jetzt enthüllt wurde. Super getroffen, oder was meint ihr? Mit welchem Trainer Borussia Dortmund in die neue Saison geht, bleibt eine spannende Frage. Gestern haben wir euch schon berichtet, dass Julian Nagelsmann eher nicht zum BVB will. Grund ist die räumliche Distanz zu seinen Kindern. Der Bundestrainer will am liebsten beim DFB weitermachen oder zurück zum FC Bayern. Denkbar ist auch, dass Dortmund dann Edin Terzic festhält, wenn die restliche Saison gut verläuft. Die Top 4 sind das Mindestziel. So oder so will der BVB im Sommer den Kader entrümpeln und sich von einigen Altlasten trennen. Jetzt kommt raus, 5 Stars stehen auf der Abschussliste ganz oben und sollen von der Gehaltsliste gestrichen werden. Abseits der Wackelkandidaten um Mats Hummels, Marco Reus oder auch Daniel Mahlen taucht darauf ein Quintett auf, das entbehrlich ist und zu möglichst viel Geld gemacht werden soll. Zum einen handelt es sich um die beiden Angreifer Youssoufa Moukoko und Sebastian Haller. Das Sturmduo ist in der Torjägerhierarchie ganz klar hinter Sommerneuzugang Niklas Füllkrug und ist fast nur noch als Joker gefragt. Vor allem Moukoko will aber endlich mehr spielen. Das 19-jährige Top-Talent war schon in der Vergangenheit unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Vor einem Jahr hat Moukoko trotzdem nochmal verlängert. Jetzt könnte es endgültig zur Trennung kommen. Den Abflug könnte auch Linksverteidiger Rami Benzebaini machen. Der hat seinen Platz an Neuzugang Ian Marzen verloren. Benzebaini ist vor der Saison ablösefrei aus Gladbach gekommen. Dortmund wittert deshalb ein schönes Transferplus. Und auch die beiden Sechser Saleh Özcan und Emre Can haben die Freigabe. Bei Kapitän Can könnte ein Verkauf aber nur dann ein Thema werden, wenn Edin Terzic seinen Posten räumen muss. Der Trainer gilt bekanntlich als größter Fürsprecher im Verein. Und auch wenn Boss Watzke gerade erst gesagt hat, es soll keinen großen Umbruch geben, stehen dem BVB gravierende Änderungen im Kader bevor. So Leute, wir haben jetzt die letzte Frage des Tages für diese Woche für euch. Und zwar, es geht um Borussia Dortmund. Welcher von den genannten Spielern sollte am ehesten gehen? Oder hätte es eurer Meinung nach auch jemand verdient, doch zu bleiben und sich nochmal zu beweisen? Schreibt uns das mal unten in die Kommentare, es würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu denkt. Wir können da wie immer natürlich unsere Meinung austauschen. Und außerdem spielt ja morgen die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich. Dazu will ich eure Tipps wissen. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie das Spiel ausgeht und wie hoch Deutschland gewinnt. Nein, natürlich nicht. Gerne eure Tipps unten in die Kommentare. Das war's dann jetzt von mir. Ich verabschiede mich für heute von euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Aber bevor ihr geht, lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Das ist für uns eine große Unterstützung. Ihr wisst Bescheid. An der Stelle sage ich dann ciao, ciao. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin, haut rein und bleibt natürlich stabil.